Für Salat braucht man Auberginen, Öl und etwas Salz. Die Auberginen werden gegrillt. Ich verwende hier eine alte Pfanne. Die Auberginen müssen auf allen Seiten gegrillt werden. Nochmal eine Runde. Noch einmal. Jetzt werden die Auberginen gepellt. Man kann hier eine Grillzange verwenden oder einen Holzlöffel. So, ich versuche jetzt mal mit der Grillzange. Geht nicht richtig. Nehmen wir mal lieber den Holzlöffel. So, jetzt ist ein bisschen besser. Jetzt die zweite Aubergine. Naja, richtig heiß. Danach die Auberginen abtropfen lassen. Der Saft enthält, glaube ich, Solanin. Das schmeckt bitter. Da ist noch was. Was? Jetzt abtropfen lassen für eine Viertelstunde, dann werden sie auch nicht mehr so heiß. So, jetzt werden die Stielen entfernt. Verwende hier auch den Holzlöffel. Also kein Metall verwenden, bitte. Kunststoff oder Holz. Jetzt noch ein bisschen den Saft auspressen. Jetzt werden die Auberginen gehackt. Den
Hackmesser habe ich aus Rumänien, der ist auch aus Holz. Das geht eigentlich ziemlich schnell. Jetzt die Auberginen salzen. Und mit Öl mischen. Ich verwende Rapsöl. Sie können auch Sonnenblumenöl oder ein geschmackneutrales Öl verwenden. Noch ein bisschen Öl zugeben. Ein bisschen Öl, bis die Farbe heller wird. Den Salat schmeckt mit Tomaten und mit Zwiebeln auch. So, ich garniere jetzt mit Tomaten und Zwiebeln. So, guten Appetit!